Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. Wir zocken Team Deathmatch, Bereich sichern und den Modus Ranked an diesem Samstag, an dem ich eigentlich gar nicht meine Xbox sein sollte, sondern schon an Resident Evil 7 arbeiten sollte. Aber das Problem ist, die DHL ist halt die DHL. Sprich, mein Ding hängt irgendwie immer noch in Greven fest und das Ding kommt erst Montag, den 23. dann. Das heißt, gut ist, ich habe dann frei. Das heißt, ich kann auf jeden Fall dann viele Folgen raushauen. Zum Release und kurz nach Release. Also, es passt schon. Also, darum mal keine Gedanken. Also, wer Resident Evil sehen will, also das auf jeden Fall auf meinem Channel. Auch wenn diese Folge definitiv verspätet ankommt. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge hier erscheinen wird. Ich glaube, irgendwann in 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht. Möglicherweise was um den Dreh. Let's go. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. Oh, was willst du auf dieser Map denn hier verbarrikadieren? Ich hab keine Ahnung. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Bleiben noch 10 Sekunden. Barrikade aufgebaut! Nur noch 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. AVS ist platziert und einsatzbereit. So, das passt erstmal. Viel mehr kann ich hier nicht machen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist da vorne. Upsi. AVS ist einsatzbereit. Ich habe schlechten Winkel gerade. Holy fuck. Shit. Get fucked, bitch. Schön hinterm Schild bleiben. Thanks, go. Nein, nicht thank you. Ist der rechts von mir oder links von mir? Fuck. Sag mal, wo seid ihr eigentlich alle? Und wir sind vor und 1-0. Here we go. Yep, dahinter. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. 15 Sekunden noch. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Biogefahrgutbehälter von Gegnern gesichert. Ich wusste nicht, ob der von links oder von rechts kommt.
den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ach, hier geht's hoch, ja. Oh, nice. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Hep. 10 Sekunden. What the fuck? Noch 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ich kann ja sowieso nicht viel machen, ich kann nicht irgendwo reinfusen oder sonst irgendwas. Oder Strom? Nein. Oh mein Gott, ist hier mir schon fortgeschritten. Wow, mein Team ist doing quick work. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Wo war das nochmal? Nice. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. I like this though. Wen werden wir nehmen? Ich nehme mal Valkyrie. Auf dieser komischen Camp, sag ich schon. Auf diesen komischen Map brauche ich mehr Camps, so rum. Okay, ich habe 1-1. Geht erstmal, geht, läuft. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahr. Okay. Hopp. Jungs. Die Schönheit zuerst. Ich hab den Scheiß gefunden. Weg das Bitch. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Ah, ich hab keine Schwarzsauge mehr. Ich hab gedacht, ich hätte 4. So, checken wir mal ein bisschen Twitter in der Zwischenzeit. Das hörte sich nicht gut an. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Holy Grail. You know what? I got something for your ass. Hab das, Jungs? Ein Gegner verbleibt. Nice, Jungs. Was hab ich denn jetzt? 1-1-1. Von wo? Hä? Wo?
3-1. Ich wurde von irgendwas gesehen, das gefällt mir nicht. Hä? Warum, was wurde ich denn hier gesehen? Nice. So, 2-1. So, ich habe meinen kleinen Teil dazu beigetragen. Ich hätte auch einen C4 schmeißen können. So Leute, noch 2 Runden haben wir es geschafft. Dann hätten wir wieder Rank gewonnen. Aha, diese Silence Shock Drone. Ich liebe sie. Was habe ich da gehört? Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Die Tür ist verbarrikadiert. Ja, nein, Wichser! Blablabla. Jungs, ihr müsst doch schon mal irgendwas scannen lassen. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. What the fuck? Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. So, wir haben Matchball, Leute. So, 1-2-1. Ja, da geht noch ein Kill eigentlich. Da müsste noch ein Kill gehen. Und dafür nehmen wir Capcan. So, lass mal loslegen, Jungs. Noch eine Runde, haben wir es geschafft. MVP wird schwierig. Ne, wird schwierig, das wird unmöglich. Was ist denn los, Leute? Geht das? Geht nichts mehr? Den Raum sichern. Geht wir doch. Müssen den Biogefahrgutbehälter. Wechsle Magazine. Nein, 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 oh nein! Oh du Spasti. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Solch! Alter, kannst du bitte das machen, was ich dir sage, dass du tun sollst?
Gott, Jesus. Tür verbarrikadiert. Bau auf. Oh shit. Nice. Ruhig, ruhig, ruhig. What the fuck was this? Hä? Was war das denn? Behälter wurde gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Der glitscht auf einmal von mir weg, der steht vor mir, dann glitscht er weg von mir. The fuck? Das hab ich jetzt überhaupt nicht kapiert. Der glitscht auf einmal von mir weg. Der gerät in mein Schutzvisier, ich baller 10-mal drauf, aber irgendwie stirbt er nicht und dann glitscht er irgendwie in deren Raum. Und dann geht. Ich hab keine Ahnung, was das war. Da habe ich gerade mega überfragt. Heilige Scheiße. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Da konnte ich ja wirklich überhaupt nichts mehr retten. Warte mal. Hä? Einsatz in 10 Sekunden. Ich hab wirklich gerade überhaupt keine Ahnung, wo die sind. Noch 5 Sekunden. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Da sind sie. Holy Christ! What the fuck? Feindliche Aktivitäten.
Mit Sicherung den Biogefahrgut behält. Nice. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Puh, mit 2-2-1, Alter. Yeah, Silber 3. So, liebe Leute, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Rainbow Six Siege. Bis dahin, haut rein und tschüss.